Warum wird es ein harter Winter? Das ist actually eine gute Frage. Warum wird es überhaupt ein harter Winter? Ich glaube, es wird deswegen ein harter Winter, weil globale Politik und diese Leute wie Habeck können sich nicht aus Politik, aus der globalen Interessenspolitik nicht raushalten. Ja? Aber hören wir ihm zu. Schauen wir, was er selber sagt. Ja. Reden wir über das, was die Sorgen hervorruft, nämlich über die Krise, die im Energiesektor vor allem liegt, im Wirtschaftssektor, im sozialen Sektor. Viele Fragen sind das. Dann komme ich wieder zu Ihnen zurück. An denjenigen, der es eben jetzt gerade zu verhandeln hat, dem Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck, heute zu Gast. Herzlich willkommen. Ich meine, jetzt legit mal, ja. Deutschland hätte sich auch aus der ganzen Geschichte auch raushalten können. Oder? Die hätten ja nicht mitmachen müssen bei den Sanktionen, die hätten ja nicht mitmachen müssen bei der ganzen Sache, bis sie sich irgendeine Alternative sozusagen gesichert haben. Und dann, wenn sie sich eine Alternative gesichert haben, dann können sie bei den Sachen mitmachen. Das hätte aber zur Folge gehabt, dass die gesamten westlichen Staaten Deutschland fertig gemacht hätten und dass Deutschland irgendwie sehr scheiße dagestanden wäre, so wie die Medien in Deutschland die Politik komplett fertig gemacht hätten. Das heißt, wenn die Politik entschieden hätte, sich rauszuhalten bei dieser ganzen Geschichte, hätten die Medien, wer auch immer gerade die Regierung ist, vollkommen kaputt gemacht. So, ja, total fertig gemacht. Das heißt, du musst dir anschauen, wie sie einfach Scholz behandelt haben. Ja? Du musst dir einfach anschauen, wie sie mit Scholz umgegangen sind, wo der gesagt hat, na, ich weiß nicht, Waffenlieferungen, wir müssen vorsichtig sein, ich weiß nicht, wir sollten uns da vielleicht raushalten, dies, das. Ja, hat man einfach ein mediale so Zerstörung von Scholz eingeleitet schon, ja. Und er ist dann umgeschwunken, ja. Guten Abend, Urgeiles Bild hinten, Alter. Eine Tankstelle und eine Gasherdflamme, auf der der Euro gekocht wird. Wirklich, wirklich gutes Bild. Wir haben das letzte Mal hier gesessen, das war der 23. Februar. Das war der Abend vor dem Kriegsausbruch. Sie haben nicht gesagt, was passieren würde, aber man hatte das Gefühl, Sie wissen es. Also, wie viel wussten Sie genau von dieser Nacht, was passieren würde? Ja, ich erinnere mich sehr genau an den Abend, auch an unser Gespräch. Und es war so, dass ich davor am Nachmittag ein amerikanisches Regierungsmitglied im Ministerium hatte. Und das wurde begleitet von der üblichen, ja, Entourage, die dann so dabei ist. Unter anderem auch den Mitgliedern von Sicherheitsdiensten. Und die übergaben mir dann einen Umschlag und sagten dann, lies das mal, heute Nacht wird das passieren. Und ich habe das noch auf der Fahrt hierher gelesen und das waren schon sehr deutliche Hinweise und dann passierte es ja auch. Also ich hatte das Gefühl, wir hatten jetzt hier so einen historischen Moment am Vorabend des Krieges und kann mich auch noch an den Kloß im Hals erinnern, als ich hier bei Ihnen saß. Ja, man hatte das Gefühl, Sie haben in einer. Aber hat er damals irgendwas davon erzählt? Nein, oder? Hat er für sich behalten, was die Amerikaner ihm gesagt haben? Abgrund geblickt. Jetzt sind wir 6 Monate später. Der Abgrund ist noch da. Ja, Manuela Schwesig wurde auch angegriffen, voll. Ja. Wo würden Sie sagen, sind wir jetzt in der Phase dieses Kriegsgeschehens mit Blick auf die Ukraine, aber auch mit Deutschland? Naja, ich würde sagen, einerseits ist. Ja, na wenigstens war er ehrlich, voll, voll. Ja, damals haben sie auch die ganze Zeit immer gesagt, so, ja, aber zumindest ist er ehrlich. Ja. Ich weiß nicht, hat er das gesagt damals? Ist erstaunlicherweise anders und besser gekommen als erwartet und gerade das hat es schlimmer gemacht. Besser erwartet, weil Putin nicht, wie so viele auch Geheimdienste vorhergesagt haben, die Ukraine innerhalb von 24 oder 48 Stunden Am überrannt Wochenende hat. haben einige gesagt, Genau. ja. Sondern alle haben die Heldenhaftigkeit der ukrainischen Armee unterschätzt, aber auch die Geschlossenheit des Westens, Europas, der Allianz, die sich gebildet hat. Das ist also gut, denn wer würde sich darüber freuen, dass ein Diktator, ein Lügner, ein Mörder einen Krieg gewinnen kann? Und was wäre das für ein Zeichen gewesen? Das hätte ja nur den Hunger für die nächste Aggression ausgelöst. Andererseits, um erst einmal an der Front zu bleiben, heißt natürlich ein langer Krieg viel mehr Tod. Sagt der Mensch, der in Katar war.
Und also den Katari, sagt man, also ist der Mensch, der aus Katar kommt, ein Katari? Katare? Katari? Katari, glaube ich. Wo er den getroffen hat, so sich schön runtergebückt hat. So schaut dem Chef nicht in die Und die Augen. Opferzahlen sind hohe Zehntausenderzahlen inzwischen. So wie es eben vorhin gesagt wurde. Wir haben natürlich eine Menge von Problemen in Deutschland und hohe Belastungen zu tragen, auch als Ein Sklavenhändler, Gesellschaft. ja. Aber natürlich, während wir diese Debatten führen, sterben täglich viele Soldaten und Zivilisten in der Ukraine wegen des Größenwahnsinns von Putin. Das ist eben auch die Realität und ein bisschen ist sie zurückgetreten hinter den Debatten, die wir in Deutschland führen. Wir kommen auf den Krieg dann zurück, aber gehen jetzt nach Deutschland. Und gestern haben Sie in so einem Halbsatz gesagt in einem Interview, Sie erwarten nicht, dass wieder Gas aus Nord Stream 1 fließen wird. Im Moment ist die Pipeline ja wegen Wartung offiziell stillgelegt. Es gab eine Äußerung von dem Pressesprecher Putins, der Weil das gesagt hat, das Problem liegt. hier ist, das muss man ja verstehen, so, was das Problem ist, ja. Das Problem ist ja, so, gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter, ja. Richtig. Ich glaube, das, was die meisten Menschen ankotzt, ist diese scheiß Doppelmoral, ja. So, ich glaube, dass das einfach der Punkt ist, ja. So, es ist einfach, diese scheiß Doppelmoral. Was mir am Sack geht, ist, wenn ich diese ganzen Politiker höre und sie mir anschaue, ja, das, was mich wirklich anpisst, ist, dass sie permanent mit irgendeiner Moral argumentieren, anstatt mit ihren wirtschaftlichen und globalen Interessen. Ja? Und das ist einfach für mich einfach, ja, ekelhaft. Anders kann ich das nicht sagen. Ja? Wenn irgendwelche Leute kommen, ja, so und anfangen, irgendeinen Scheiße zu labern, weißt du? Verstehst du? An den Sanktionen. Haben Sie das denn so verstanden, dass solange der Westen Sanktionen gegen Russland verhängt, durch diese Pipeline auch kein Gas mehr kommen wird? Also war es das mit dem russischen Gas? Also ich habe meine Meinung gefasst, als wir mit der kanadischen Regierung einige Anstrengungen unternommen haben, die sagenumwobene Gasturbine aus Kanada zurück nach Russland zu bringen. Die musste dann über Deutschland nach Russland gegeben werden. Und dann haben die Russen auf einmal gesagt, wir wollen die gar nicht nehmen. Und dann haben wir gesagt, ja, warum denn nicht? Dann haben die Russen gesagt, weil eure Sanktionen das verbieten. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und in dem Moment war mir klar, dass das Einzige, was bei Putin Gewissheit ist, die Lüge ist und dass das ein vorgeschobener Grund ist und dass das immer weiter eskaliert werden würde. Und alle Anstrengungen im Gasbereich, die wir unternehmen, alle Szenarien, die wir rechnen, gehen davon aus, dass Putin kein Gas mehr liefert. Das stimmt nicht ganz, weil über die Ukraine-Leitung immer noch Gas nach Südmitteleuropa kommt und da wird auch einiges bei uns ankommen, aber eben nicht mehr über Nord Stream 1 und über Nord Stream 2 und sicherlich sind die Gaslieferungen durch die Ukraine auch fragil. So, das ist der Worst Case, über den wir am Anfang des Krieges mal gesprochen hatten. Es kommt überhaupt gar kein Gas mehr. Wir haben immer gesagt, wir sind diejenigen, die quasi sagen, wir wollen das Gas nicht mehr. Jetzt kommt es wahrscheinlich andersrum. Der Chef der Bundesnetzagentur, Herr Müller, hat gesagt, Ich meine, schau, wenn die alle rausgehen würden und einfach die Wahrheit sagen würden. Ja, dann würde ich ja gar nichts sagen. Also sozusagen, wenn der Typ sich hier hinstellen würde und sagen würde, einfach so, schau, wir haben einfach geopolitische Interessen und die sehen einfach vor, in Konflikt mit Putin zu gehen. Und das ist, warum wir das machen, in Absprache mit anderen westlichen Verbündeten haben wir beschlossen, wir machen gemeinsame Linie gegen Putin und in unseren Interessen sozusagen. Wir stellen uns gegen ihn. Wenn er das sagen würde, würde ich sagen, ja, okay, kann ich nachvollziehen, finde ich in Ordnung. Ja, finde ich einfach in Ordnung. So, ja, finde ich korrekt. Danke, dass du das direkt sagst. Alles gut. Ja. Aber wenn mir jemand kommt und anfängt so, ja, ich kann doch nicht mit Mördern zusammenarbeiten. Wir können doch nicht mit Mördern zusammenarbeiten. Und dann trifft er sich aber mit Amerikanern einfach so. Ja, er trifft sich einfach mit irgendwelchen Amerikanern, trifft sich einfach mit Leuten aus Katar. So, hey, wollen wir zusammenarbeiten?
Come on, einfach. So, wirklich. Sagt bei der Gasknappheit, kann es im Extremfall dazu kommen, dass auch die Privathaushalte. Wie Köhler damals, er hatte doch auch zugegeben, dass es in Afghanistan nur um unsere wirtschaftlichen Interessen geht. Wurde natürlich danach abgesägt. Ja, ja, das ist genau, ja. Also so, wenn du einfach sagst, hey, schau, wir haben einfach irgendein Land invaded, es geht einfach um unsere wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen, es geht einfach darum, dass wir mehr Macht gewinnen und an Rohstoffe kommen und geostrategische Bereiche einfach erreichen und einnehmen. Ja, okay, passt. Ja, sag doch klar heraus, um was es dir geht, ist ja in Ordnung. Ja, wieso lügst du? Also, warum musst du lügen? Was ist denn? Die eigentlich besonders geschützt sind, dann doch am Ende auch zu einer. Und dann laufen da draußen irgendwelche Leute an, die sich das anhören und sagen so, ja, wir sind die moralisch Richtigen. Ja, aber sie arbeiten doch zusammen mit Katar und mit der USA. Ja, das ist in Ordnung. Putin ist jetzt gerade das Problem. Ja, Putin ist das Problem, das stimmt schon. Aber die Scheichs da von Katar sind auch ein Problem und die Leute in den USA sind auch ein fucking Problem. Ich sage nur Jemen. Ja, oder Türkei und die Kurden oder Kosovo oder Bosnien oder, ja. So, komm, hör auf einfach. Die kommen ja nicht mit Moral. Alter, wenn es dir um die Moral gehen würde, ja, wenn es dir um die Moral gehen würde, dann würde das ganz anders ausschauen, was sie da tun. Ja. Der bestimmten Rationierung aufgerufen werden, das heißt, wie kalt kann es in diesem Winter in deutschen Wohnungen werden? Erst einmal, das stimmt, am Anfang des Krieges wurde ein Gasembargo gefordert und ich habe dem widersprochen, weil man... Ja, ja, du sagst, Saddam ist Hitler und Putin ist Hitler, sind alles Hitler. Ja, ja, wirklich, die wurden wirklich so alle Hitler genannt quasi, zweiter Hitler. Ne? Alle so, die Feinde sind, werden Hitler genannt. Aber weißt du, was das Lustigste ist? Das Gleiche macht auch Putin von der anderen Seite. Ja, Putin von der anderen Seite... nennt auch irgendwie seine Feinde auch Hitler, ja, es ist einfach, oder Nazis, ja, das heißt, schieben sich gegenseitig einfach so zu, dass sie Hitler sind, das ist so lächerlich, ja, ich meine, es ist halt Politik, aber der Punkt ist ja, komplette Verharmlosung, absolut, ja, darüber hat sich sogar schon Volker Pispers lustig gemacht in einem Programm, ja, wie alle Hitler sind einfach, und dass das einfach so, Benchmark hat er das genannt, ja, so, es ist nur noch absurd, ja, und das Schlimmste ist einfach, dass Leute da draußen wirklich darauf reinfallen. Das ist das, was wirklich traurig ist. Ich meine, dass die Leute so reden und so eine Propaganda machen, okay, gut. Aber dass es draußen wirklich Menschen gibt, die darauf reinfallen und dann da stehen und sagen, ja, ja, doch, die Parallelen sind da, schau mal. Hitler und Putin, praktisch der gleiche Dude, ja. So, what the fuck, bro? Aber das sind die gleichen Leute, die jedem anderen Antisemitismus unterstellen, bei allen möglichen Dingen. Okay? Verstehst du das? Das heißt einfach, die laufen einfach da draußen herum und werfen allen Antisemitismus vor, wenn sie irgendetwas sagen, was absolut nichts mit Antisemitismus zu tun hat. Sie sehen den Antisemitismus absolut überall in allem, so total paranoid. Aber wenn du dann irgendwie so wirklich eine Relativierung machst und verharmlost, zum Beispiel eben mit Hitler, da sehen sie natürlich überhaupt kein Problem. So, what the fuck einfach? So, es ist so crazy, hey, was man sich da alles anschauen muss, weißt du? Das ist fucking crazy, Mann. Ja, so irgendwas, ey. Ja, so unglaublich. Linke Honigbiene, danke für den 12. Monat. Ein Jahr Support. Dicker Kuss und Herzchen an dich. Danke vielmals. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Naja, bei denen kommt zuerst die Moral und das, was Fressen angeht, das betrifft dann uns, ne? Das betrifft dann uns. Er wird genug zu essen haben. Ja, bei euch Menschen da draußen... Jo, wird es ein bisschen problematischer werden. Ja, so. Man hätte wissen müssen, was das bedeutet. Und ein Teil von dem realisiert sich ja jetzt auch. Aber auch nur ein Teil von dem, weil ein halbes Jahr später auch durch vorbereitetes und ich würde sagen energisches politisches Handeln die Situation eine bessere ist. Unsere Speicher nähern sich den 90%.
im Anfang September. Wir dürfen heute bei so 86% sein. Die sind gefüllt worden, obwohl kein Gas mehr aus Russland kam. Woran liegt das? Nun, weil die Verbräuche zurückgegangen sind und natürlich auch, weil es ein milder Sommer war. Dass die Verbräuche zurückgegangen sind, ist das Gleiche wie alles im Moment in dieser Situation. In den USA ist sicher nicht alles Gold, was glänzt, aber am Ende ist es doch eine Art Demokratie. Und wenn ich wählen müsste zwischen Diktatur und Demokratie, dann befürworte ich die Demokratie. USA ist keine Demokratie. Wie kommst du darauf, dass die USA eine Demokratie ist? Die USA ist keine Demokratie. Wir haben uns letztens hier angeschaut, von der Princeton University, eine Forschung, die sie gemacht haben, und da haben sie festgestellt, dass die USA keine Demokratie ist. Ja? Ja, eine Art Demokratie. Du, es tut mir leid, aber Russland ist auch eine Art der Demokratie. Die DDR war auch eine Art der Demokratie. Weißt du, was ich meine? So, ja, nein. Das ist eine ambivalente, eine zweischneidige Nachricht. Es ist gut, dass sie zurückgegangen sind, weil es uns ermöglicht, die Reservekapazitäten aufzubauen. Aber sie sind eben auch zurückgegangen, weil viele Unternehmen die Produktion gedrosselt oder eingestellt haben. Also es gibt kein reines Gutes im Moment in dieser Situation, aber es zeigt doch... Schau mal, und ich kann dich ja auch fragen, so, wo war diese Politik, ja, als die USA Angriffe gemacht hat gegen andere Staaten, ja, wo waren sie mit Sanktionen gegenüber den USA? Wie kommt es, dass Deutschland die USA nicht sanktioniert hat, als sie zum Beispiel Libyen angegriffen haben oder Irak oder Afghanistan, sondern sie haben mitgemacht? Was ist das? Dass wir uns robust vorbereiten, auch die Baufortschritte für die LNG-Terminals nehmen an Fahrt auf oder sind gut im Zeitplan und weitere. Ja, damals gab es noch keine Sanktionen. Sind ja in der Planung. Ja, Niederlande, Frankreich liefern Gas nach Deutschland, haben ihre Kapazitäten erweitert. Was ich damit sagen will, ist, es wird ein harter Winter. Es wird ohne Frage politisch anspruchsvoll werden und es wird sicherlich auch Zumutungen geben, mindestens preisliche Zumutungen für die deutsche Bevölkerung. Aber das ist in Ordnung. Das ist schon okay. Da gab es ja dieses Video von der Baerbock, oder? Kennt ihr das von der Baerbock, das Video, wo sie irgendwie gefragt wurde, wo sie gesagt hat, mir ist egal, was das deutsche Volk will, jetzt ist es wichtig, dass das Richtige getan wird oder irgend so ein Scheiß. Und selbst wenn alle dagegen sind, diese Leute, die daran leiden, also was sie für Politik machen, ist das schon in Ordnung, die müssen das so akzeptieren, ist halt so. Ja. Aber wenn wir die Maßnahmen umsetzen, die wir identifiziert haben, wenn es gelingt, die Gasverbräuche in Deutschland, sagen wir, auf 20% unter den Durchschnittsverbräuchen runterzudrücken, dann haben wir mit den zusätzlichen Kapazitäten, die wir bis dahin dann bauen, bis zum Jahreswechsel bauen und mit den vollen Gasspeichern, auch eine Chance. Aber und wenn wir diesen Winter überstehen, dann wird es danach leichter werden. Wenn die USA nicht so nah an Deutschland wäre, ja, hätte Deutschland Sanktionen gegenüber Russland gemacht? Ja? Weil du sagst, Sanktionen können nur verhängt werden, wenn die Mehrheit dafür ist. Ich weiß nicht, du müsstest mal fragen, ob die Mehrheit für die Sanktionen ist in Deutschland. Dass die USA einen extremen Einfluss auf die Entscheidungsfindung anderer Staaten haben, ja, völlig richtig, und das ist ja zu hinterfragen. Ja, genau, das meine ich ja. So, musst dir jetzt einfach mal überlegen. Ja. Es gibt Stimmen in diesem Land, die sagen, es ist nicht unser Krieg, es ist eure, und das ist die Verabredung zwischen den Bürgern und einer Regierung, es ist eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir Energie bekommen, die wir uns leisten können. Und es ist nicht eure Aufgabe, liebe Politiker, uns zu erklären, wie lange wir duschen sollen, wie kalt und ob wir dabei einen Waschlappen benutzen oder nicht. Verstehen Sie, dass die Menschen sich über diese Art von Bevormundung ärgern? Also erst einmal besorgen wir Energie, sowohl fossile Energien. Ich habe eben auch ein bisschen zu... Die Bevormundung, ob du verstehst, dass dich die Menschen darüber ärgern. Und wie egal ist es dir auf einer Skala von 1 bis leck mich am Arsch?
zugehört und natürlich haben wir längst schon einen Teil des Geforderten veranlasst und sind dabei, das umzusetzen. Nein, wir müssen jetzt alle den Gürtel enger schnallen, außer wir da oben. Wir haben genug, wir verdienen so viel, dass es uns alles scheißegal ist und wir haben mit euch eigentlich praktisch nichts zu tun. Ihr müsst den Gürtel enger schnallen, nicht wir, aber wir halt, die euch sagen, ihr müsst den Gürtel enger schnallen und ihr, die es dann tun müsst tatsächlich. Und den anderen Teil natürlich auch. Also die Kohlekraftwerke sind alle angefahren worden, beziehungsweise in den Markt zurückgegeben worden. Dass sie teilweise nicht Volllast fahren, liegt an den niedrigen Pegelständen im Rhein, was den Kohletransport erschwert zu diesen Kohlekraftwerken. Hier kann man lernen, wie man eine Frage nicht beantwortet. Kraftwerken. Also es ist wirklich energiepolitisch ein herausforderndes Jahr. Aber vor allem auch der Umstieg auf andere Energie geht mit großer Geschwindigkeit voran. Wir müssen einfach in Wochen oder Monaten das reparieren, was davor als große Abhängigkeit ja politisch gewollt aufgebaut wurde. Genau, der Teil ist okay so, und ja. Der andere Teil, die Waschlappen, das Duschen, und das heißt, dass sie ja, gut, ich finde, das ist keine Bevormundung, ehrlich gesagt, das ist ja eine Kampagne. Nein, es ist ein Befehl von oben. die in meinem Haus mit verantwortet wird, sie heißt 80 Millionen für Energiewechsel und sie gibt Hinweise, was man tun kann. Diese Hinweise sind natürlich auch Sparhinweise und sie leuchten die blinden Flecke aus, die wir im Alltag haben. Wer denkt schon an den hydraulischen Abgleich regelmäßig in seinem Jahr, niemand. Aber wenn man weiß, dass es dann doch was bringt, vielleicht nützt es ja. Die sind aber keine Du-Du-Du-Kampagne, ganz im Gegenteil. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Mehrheit der Deutschen das will. Dass sie dieses gemeinsame Gefühl, wir können uns ein bisschen einschränken und damit leisten wir unseren kleinen Beitrag, auch umsetzt. Die Mehrheit der Deutschen, das wissen wir aus Umfragen mittlerweile, 82% sind für den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken. Sie haben mal gesagt, jede Kilowattstunde hilft. Das war im Juni. Ja. Ich fand das nur interessant, was er gerade geschrieben hat. Es gibt auch Leute, die argumentieren, dass Sanktionen Siege Warfare sind, weil sie die Politik kaum bis gar nicht beeinflussen, siehe Kuba, Iran, Venezuela etc. In der Regel leiden nur die Ärmsten der Armen darunter. Hey, die haben die ganze Zeit darüber geredet, dass sie wollen, dass die Armen darunter leiden, weil sie dann denen da oben in Russland Probleme machen. Das haben sie bei Lanz offen gesagt, mehrmals, nicht einmal. Jedes Mal haben sie das gesagt, immer und immer wieder. Dass es wichtig ist, die Sanktionen aufrechtzuerhalten, damit das Volk darunter leidet, damit das Volk unruhig wird und dann die Regierung stürzt. Das heißt, sie besprechen einen Regierungssturz in einem anderen souveränen Land im öffentlichen Fernsehen und reden darüber, wie sie das Volk quälen wollen, bis es sozusagen den Präsidenten des Landes stürzt. Ja, so viel dazu, um was es geht, ja, und wen Sanktionen treffen, ja. Die wissen schon, und jetzt haben Sie einen Vorschlag vorgelegt, dass Sie zwei der drei Atomkraftwerke, die am Ende des Jahres abgeschaltet werden sollen, eben nicht abschalten, sondern sie in eine Notreserve überführen. Daran gibt es Kritik von eigentlich fast allen Seiten. Warum gilt nicht mehr, jede Kilowattstunde hilft? Auch die von diesen drei Atomkraftwerken. Erst einmal ist damit ja widerlegt, dass es eine Entscheidung ist, die irgendwas mit dem Wahlkampf in Niedersachsen zu tun hätte. Denn dann hätte man sie ja laufen lassen müssen. Wenn es also um Stimmenoptimierung gegangen wäre, dann hätte man ja eine andere Entscheidung treffen müssen. In Niedersachsen ist es vielleicht noch ein bisschen spezieller gegen die Atomkraft. Ich nehme an, die Niedersachsen gehören auch zu Deutschland und die Umfragen werden so ähnlich sein, wie Sie gesagt haben. Ja, die Waschlappen werden nicht ausgehen. Auf jeden Fall. Solange es Linksliberale gibt, werden die Waschlappen nicht ausgehen. Das ist vollkommen richtig. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass es am Anfang des Krieges auch eine Mehrheit für ein Gasembargo gab. Ich glaube, eine Mehrheit, die gut war, dass wir ihr nicht gefolgt sind, sondern die Zeit hatten, uns darauf vorzubereiten. Und das ist auch die Antwort auf Ihre Frage. Jede Kilowattstunde. Erst einmal gibt es sehr viele Menschen, die ihre Meinung fest schon hatten, bevor der Stresstest da ist. Zu denen gehörte ich nicht. Ich habe die Daten und die Ausführung des Stresstests ernst genommen und man muss ihn jetzt auch sehr genau lesen. Und dabei kommt raus, dass wir ein Energieproblem bekommen können, wenn vor allem im europäischen Ausland die Probleme nicht gelöst werden, vor allem die Atomkraftwerke in Frankreich nicht wieder ans Netz gehen und die Witterungsverhältnisse sich in Deutschland und damit in Europa nicht ändern. Also der Rhein weiter niedrig bleibt und die Wasserpegelstände in den Alpenreservoiren für Wasserkraft oder auch in Norwegen nicht aufgefüllt werden. Und auf dieses Szenario müssen wir uns vorbereiten. Umgekehrt sagt der Stresstest aber auch, wenn diese anderen Probleme gelöst werden. Herr Habeck, wollen Sie nicht mal
eine ehrliche Aussage machen und zum Punkt kommen. Dann haben wir genug Strom und genug Energie. Und deswegen ist es abgewogen. Sag doch einfach, schau her, wir und unsere westlichen Verbündeten, wir müssen das jetzt durchziehen. Wir müssen das jetzt durchziehen. Und ich weiß, die Menschen werden leiden, vor allem die ganz Armen. Aber das müssen wir in Kauf nehmen, weil es geht um Geopolitik. Und Geopolitik ist einfach wichtiger als die Bürger, über die wir reagieren. Die müssen einfach verstehen, dass es jetzt darauf ankommt. Dass das Leben kein Zuckerschlecken ist. Also für sie, für uns schon, aber für sie halt. Ne? Das ist schwierig, schwierig. Alles schwierig, alles sehr schwierig. Richtig und klug, sich die Möglichkeit zu einem Eingriff offen zu halten, aber nicht zu verkennen, dass Atomkraftwerke erstens per se eine Hochrisikotechnologie sind, anders als Gas- oder Kohlekraftwerke. Und zweitens, diese Atomkraftwerke ja darauf ausgelegt waren, Ende des Jahres aus dem Netz zu gehen. Ob man den Menschen die Waschlappen zumuten kann, Bruder? Bestimmte Sicherheitsüberprüfungen also nicht stattgefunden haben. Und beantworte die Frage. Wie soll ich sagen? Die Leichtfertigkeit oder auch manchmal die Wankelmütigkeit, die bei der Haltung zur Atomkraft bei einigen zu beobachten ist, finde ich irritierend. Natürlich, und ich wäre der Letzte, der das abstreiten würde, zwingt die Not dieses Jahres zu Schritten und zu Entscheidungen, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Meine liebe Lizzie, ganz lieber Kuss an dich. Herzlich an dich. Vielen Dank für die 5 Gegifteten. Ich hoffe, dir geht's gut. Danke, Lizzie. Liebe Leute, die ihr einen Sub bekommen habt, bitte bedankt euch bei Lizzie. Danke dir vielmals. Hallo, ich grüße dich. Geht's dir besser? Hast du schon was Neues am Start? Wankelmütig. Aber wie meinst du? Das wissen die schon ganz genau, die ich meine. Aber ich nicht. Also jetzt ja, wüsste ich auch ganz gerne. Die haben ja morgen weitere Gäste, dann werden sie es rausfinden. Ich meine Markus Söder, der gesagt hat, sie riskieren den Blackout aus ideologischen Gründen, weil sie einfach die Atomkraft nicht wollen, weil die Grünen sie nicht wollen. Ja, aber ich will hier gar nicht über Markus Söder reden. Ich will nur sagen, dass wenn ein Land sich permanent entscheidet, auszusteigen aus der Atomenergie, aus der Kohleenergie, sich aber dagegen sperrt, mal was aufzubauen, also alternative Energieformen und die nötigen Stromnetze, dann hat man natürlich ein Problem. Und das ist die Grundursache des Stresstestes. Er zeigt auf ein Versäumnisproblem der Politik, weil der Netzausbau unter anderem von den Ländern, die davon am meisten profitiert hätten, ich komme ja aus Schleswig-Holstein, wir haben kein Energieproblem dort oben im Norden. Und überall, wo ich zu Hause bin, sagen die Leute, wieso bauen wir an die Stromleitung für den Süden, behalten wir das Zeug doch hier, dann kommen die ganzen Fabriken zu uns und wir sind das Baden-Württemberg oder das Bayern der Zukunft. Es sind die Länder, die davon profitieren, die den Netzausbau erschwert haben und das rächt sich jetzt bitter. Und in der Situation, also bei der Netzstabilität, und das muss man unterscheiden vom Gaseinsparen und von der Strommenge. Bei der Netzstabilität haben wir, wenn wir einen Versorgungsengpass für Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke im Süden Deutschlands haben, weil die einfach nicht so genug Windkraftanlagen haben, haben wir ein Problem. Und wenn das Ausland uns nicht helfen kann, dann wird das Problem richtig massiv. Und in diesem Problem, das Ausland, kann die Atomkraft einen kleinen Anteil übernehmen. Auch das muss man sich sehr genau anschauen, einen kleinen Anteil. Das heißt, wir führen eigentlich die falsche Debatte. Die Atomkraftwerke lösen unser Problem überhaupt nicht. Sie können ein kleiner Teil der Lösung sein. Wir kriegen dieses Problem aber, also die Lücke bei der Stromstabilität, nur gelöst durch ein Maßnahmenbündel. Dazu gehören die sogenannte Lastabwürfe, also Energieverbräuche werden abgeschaltet, weitere Quellen müssen hinzugenommen werden, die Netze müssen nochmal schnell gemonitort werden. Also mit Verlaub, aber man muss den Stresstest auch ernst nehmen und sehr genau lesen. Und dann kommt man zu dem Schluss, dass der Vorschlag oder die Lösung, die ich präsentiert habe, die angemessene und richtige Lösung ist. Also, Sie müssen mit Herrn Söder nicht regieren, aber mit Christian Lindner sehr wohl. Und der hat den Stresstest auch gelesen. Und der hat gesagt, das, was Sie da beschlossen haben oder vorschlagen, findet er nicht gut. Dieses Zitat müssen wir einmal wägen, weil Sie mit diesem Mann regieren. In diesen Zeiten sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, den Strompreis für die Menschen und die Betriebe zu reduzieren. Das ist aus meiner Sicht ein wirtschaftspolitischer Stresstest, der neben dem energiepolitischen Stresstest auch eine Rolle spielen muss.
Also was er sagt, das, was Sie meinen, ist Energiepolitik, aber die Strompreise steigen. Und dafür will Christian Lindner eben jede Kilowattstunde nutzen, weil er glaubt, das würde am Ende den Strompreis für alle senken. Ja. Das ist der Mann, mit dem Sie regieren wollen. Er ist nicht einverstanden. Das habe ich also zur Kenntnis genommen, aber man muss ja erst einmal auch zur Kenntnis nehmen, dass die Strompreise in diesem Jahr gestiegen sind mit den laufenden Atomkraftwerken. Sie scheinen also nicht so einen großen Unterschied gemacht zu haben. Was sagt denn Christian Lindner, wenn Sie das erklären, was Sie mir jetzt gerade gesagt haben? Genau, das erkläre ich jetzt, weil es ja durchaus interessant ist. Die Atomkraftwerke würden den Sockel der Stromproduktion erhöhen. Der Preis bildet sich immer an der obersten Spitze. Die teuersten Kraftwerke setzen den Preis. Was also die Atomkraftwerke für einen Unterschied machen, ist ein sehr kleiner prozentueller Unterschied zwischen sehr teuren Gaskraftwerken und nicht ganz so teuren Gaskraftwerken. Jede Kilowattstunde zählt. Und die richtige Antwort wurde am Wochenende gegeben. Diese Debatte ist nicht die richtige. Die Debatte ist, wie schaffen wir es, dass die günstigen Energien, Wind, Solar, Kohle auch, Atom auch, nicht über den höchsten Preis bestimmt werden. Deswegen hat Christian Lindner so verstanden recht, wir müssen am Energiesystem was ändern. Das ist meine Aufgabe, daran arbeiten wir. Die Atomkraftwerke spielen an der Stelle eine marginale Rolle. Und noch einmal, es sind... Interessant, wie er diesen ganzen Diskurs vollkommen rationalisiert. Ja? Das ist interessant, weil normalerweise, wenn es... um andere Punkte geht, wird gerne emotionalisiert. Ja? Wird gerne emotionalisiert. Aber hier wird absichtlich rationalisiert, sodass man sich einfach hineinreden kann in einen Schwall aus Worten, die meisten Menschen nicht verstehen. Und die Menschen dann dastehen und sagen so, ich verstehe das, irgendwie, der scheint sich auszukennen. Ja, die Frage war, ob du deinem Volk zumuten kannst, was du ihm gerade zumutest. Das war die Frage. Die hast du nicht beantwortet. Ja. So. Ja, man könnte das auch emotionalisieren. Ja. Aber dazu müsste man Empathie haben mit den Menschen, die leiden werden. Ah ja, der kritische Zuschauer, danke vielmals für den vierten Monat. Küsschen, danke schön. Vielen Dank für den Support. Atomkraftwerke, es ist kein Spielzeug. Und es sind Atomkraftwerke, die darauf konditioniert wurden, Ende des Jahres den Leistungsbetrieb einzustellen. Und wenn wir bessere Antworten haben, dann sollten wir, meine ich, die risikoloseren, besseren Antworten auch geben. Und das wäre im Fall der Strompreise, den Energiemarkt so zu reformieren, dass die Preissignale, die günstigen Energien auch bei den Verbrauchern ankommen. Das geht auf europäischer Ebene, das machen Sie am Freitag. Aber vorher müssen Sie mit Herrn Lindner reden. Ich zeige Ihnen nochmal das Foto, das wir alle gesehen haben, als Sie diese Koalition begonnen haben. Es war ein Selfie. Das ist sozusagen die Aufbruchstimmung gewesen, die Sie damals hatten. Wir haben das Gefühl, davon ist im Moment jedenfalls nicht sehr viel übrig. Also jetzt nochmal die Frage, wie einigen Sie sich mit Christian Lindner in dieser schwierigen Atomfrage, wenn er doch so ganz anderer Meinung ist, weil bis mindestens 24... Ich verwette alles, was ich habe, dass der Strompreis und insgesamt die Energiepreise nie wieder auf die Werte zurückfallen werden wie vorher. Warum sollten Sie das tun? Die Politik hat Tür und Tor für Erhöhungen geöffnet. Jetzt geht nur noch Energiekonzerne enteignen, wie bestellt, so geliefert. Ja. Ja. Laufen zu lassen, ist etwas völlig anderes als das, was Sie... Naja, ich bin ja als Minister verantwortlich für die Energiesicherheit. Hey, es gibt kein Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage existiert nicht. Ja, gibt es nicht. Ja. Deutschland? Es gibt jetzt eine Nachfrage nach Energie und ist dadurch Energie billiger geworden? Ja. Deswegen habe ich den Stresstest angestoßen und verantwortet, die Konsequenzen... Ja, ja, von den Machern von Bubatz ist kein Brokkoli, Atomkraftwerke sind kein Spielzeug. Daraus gezogen. Das ist also eine fachpolitische Vorlage, die jetzt eine Gesetzesänderung nach sich ziehen würde. Es muss entweder das Energiesicherungsgesetz geändert werden oder man kann es auch über das Atomgesetz machen. Ich würde das über das Energiesicherungsgesetz machen, aber das ist dann am Ende eine Spezialfrage für die Juristen. Und wenn es keine Mehrheit dafür gibt, dann wird das Gesetz nicht geändert. Und dann endet der Laufzeitbetrieb Ende des Jahres. Aha, das heißt, Sie sagen, Herrn Lindner, entweder stimmst du mir zu, dann darfst du noch ein bisschen weiterlaufen mit der Notreserve vielleicht, oder wenn du nichts machst, laufen Sie einfach aus. Das heißt, das ist die gesetzliche Grundlage in Deutschland. Okay, dann hat er ja nicht viel zu gewinnen. Zu gewinnen ist in diesem Jahr so wie Geschlossenheit im Land durch kluge, vorbereitete und abgewogene Entscheidungen. Okay. Und dass wir hier stehen am Anfang des Herbstes und zwar mit hohen Preisen zu kämpfen haben, aber die... Meine Großmutter
Ich kann mich erinnern, meine Großmutter hat früher, wenn sie sowas gehört hat, hat sie den Fernseher angespuckt. Ja? Meine Großmutter ist früher da gesessen und hat sich die Nachrichten angeschaut und solche Sendungen und dann hat sie es angeschaut und dann hat sie angefangen, den Fernseher anzuspucken. Ja? Ja, das ist irgendwie so die einzig reale Reaktion, glaube ich. Ja, das ist ein sehr interessantes Poem. Ja. Ich glaube auch, dass viel zu viel gelabert wird und viel zu wenig gemacht wird. Ja, absolut. Ja. Ich spuck gleich mein MacBook an. Ja, der hält das aus. MacBooks überleben das. Danke, Lisi, für die 100 Splitterchen. Und danke, warte mal, jemand hat gerade ein Surplus gemacht, aber das kann ich nicht so sehen, das muss ich extra aufrufen. Es gab gerade ein Surplus, habe ich gesehen, aber ich kann leider nicht sehen, was, da muss ich extra nachschauen. Was für ein Surplus gab es? Neo-Modus hat 10 Euro reingehaut, vielen Dank. Danke, Neo-Modus. Sagt, sehr baser Stream heute, gefällt mir gut, shut up and take my money. Vielen Dank, Neo-Modus, Dankeschön. Kuss an dich, danke für den Support. Ja, danke vielmals. Die Speicher voll sind oder sich allmählich füllen, dass wir für Frankreich Energie abgeben können, liegt daran, dass diese Bundesregierung gut und vorausschauend arbeitet und dass Entscheidungen im Dezember getroffen wurden, die es uns jetzt ermöglichen, mit einer gewissen Anspannung und hoher Konzentration, aber nicht mit kompletter Verzweiflung in diesen Winter zu gehen. Eine Stimme muss ich dem Wirtschaftsminister auch vorlegen. Das geht um ein Thema, das wir auch gerade diskutiert haben. Das Entlastungspaket 65 Milliarden Euro jetzt, insgesamt sind es 95. Der Mittelstand fühlt sich nicht beachtet. Es gibt eine Stimme von dem Marc S. Tienbeck, von dem Mittelstandsbund, der sagt, Deutscher Mittelstandsbund, da schau her. Da gehört sicher der, wie heißt der Friedrich Merz dazu. Deutschland braucht wieder einen vernünftigen Nationalstaat und keine USA-Europapolitik. Du, das kannst du vergessen, der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren. Jetzt ist man einfach in diesem Ding drinnen, okay? Und du kannst es einfach vergessen, ja? So, dass Deutschland jemals wieder ein Nationalstaat wird, der nichts mit dem Außen zu tun hat. Das ist vollkommen unmöglich. Aussichtslos. Vollkommen. Ja. mit der Mehrwertsteuersenkung auf Gas oder der bis Ja, Solidarität geht nur bottom-up und nicht immer dieses Top-Down-Gelaber. Irgendein CEO sagt mir, ich soll solidarisch sein und auf meinen Urlaub verzichten, während der 1 Million verdient und ich meine Schulden kaum abbezahlen kann. So fühlt sich das hier an. Ja, absolut. Ja. lang kaum konkretisierten Strompreisbremse werden vorrangig eben Privatverbraucher entlastet. Ein energieintensiver Bäckereibetrieb zum Beispiel bleibt bei den Entlastungsmaßnahmen komplett, nahezu komplett auf der Strecke. Ja, Bäckereibetrieb. Weil ihm geht es ja natürlich um die Bäckereibetriebe. Ja, okay. Mehrwertsteuersenkung auf Gas oder bislang kaum konkretisierte Strompreisbremse werden vor allem Privatverbraucher entlastet. Ja, aber der Punkt ist einfach, was macht's ihr mit den Konzernen? Ja, was macht's ihr mit der Übergewinnsteuer? Wieso gibt's die noch nicht? Lassen Wieso Sie gibt's die in jedem Land außer in Deutschland? Was ist denn? den Mittelstand im Stich, also Nein, vor allem das tun wir Verbraucher natürlich im nicht, denn Durchschnitt. es ist ja formuliert worden und das ist. In meinen Augen ist Habeck ein richtiger Ehrenmann. Er macht sich absichtlich zum Affen, um von Baerbock abzulenken. Das ist dieser traurige Auftritt nicht zu erklären. Davor nicht klar gewesen in der Koalition, dass die Energiepreisdämpfungsprogramme auch geöffnet werden sollen für den Mittelstand. Das passiert also jetzt. Und die Spezifizierung bedarf einer genauen Ausarbeitung, weil es manchmal Unternehmen gibt, die sehr hohe Preise realisieren müssen. Bäckereien gehören übrigens dazu. Die Energiekosten sind natürlich hoch, aber die Weizenpreise sind enorm gestiegen. Die Arbeitskosten sind enorm gestiegen. Und es gibt Branchen, die durch die hohen Energiepreise natürlich jetzt noch mal wie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt,
Das wird nicht. Ja, stimmt, es gibt gar keinen Übergewinn, ja, das natürlich, den gibt es ja gar nicht. Das hat ja die Strack-Zimmermann gesagt, ja, von der FDP. Die hat ja natürlich gesagt, es gibt ja keinen Übergewinn, was soll Übergewinn sein? Das ist einfach Gewinn. Es gibt für uns, wenn wir ausbeuten und profitieren, dann kann man das nicht Überausbeutung nennen. Es ist halt Fähigkeit, ja, es ist Tugend. Zu viel belastet sind, wenn man aber teilweise nur über die Energie Anteile am Umsatz geht, erwischt man die Branche. Grünen-Bashing ist so absolut erbärmlich, ich kann da keinen mehr ernst nehmen. Oh Mann, 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 oh Mann. Nein, 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 nein. Oh ja, 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 nein, 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 nein. Grüne bashen kann man gar nicht genug für die Politik, die sie machen. Kann man gar nicht genug bashen, ne. Kann man gar nicht genug bashen. Ja. Die Grünen müssen, um Realpolitik betreiben zu können, ziemlich übel auf ihre eigentlichen Ziele verzichten. Ja, ja, aber das ist immer dieser Beschiss so. Immer rechtfertigt mit Realpolitik immer, dass wir beschissen werden. Ja, das ist immer, wenn man von Realpolitik spricht, geht es einfach darum, wir sollten nicht zu viel verlangen. Ja, wir sollten uns nicht zu sehr aufregen. Wir sollten nicht zu viel für uns suchen, weil das wird nie durchgehen. Seid lieber realpolitisch und verzichtet auf die Hälfte von allem, was ihr wollt. Ja, auf den Scheiß falle ich nicht rein. Ja, auf den Scheiß falle ich nicht rein. Ja. Ja, danke, Lisi, für 100 Splitterchen. 4 Tage um 4 aufgestanden, jeden Morgen geholt. Ja, ich, ja. Gar nicht, weil andere Kosten so viel höher sind. Deswegen müssen wir sehr genau arbeiten, dass wir kein Programm machen, wo wir glauben, wir haben was gut gemacht und in Wahrheit erwischen wir die eigentlich Betroffenen nicht. Aber rechnen Sie mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters? Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden, aber ich meine, im Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen und geschweige denn morgens in Ruhe zu frühstücken, aber ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind. Und wenn die Preise relativ steigen, dann erhöht sich der Abstand. Und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass... Was hat er gesagt? Im Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen. Und, danke, Proletopia, für die Kanalerhaltung. Geschweige denn, morgens in Ruhe zu frühstücken, aber aufhören zu produzieren. Nicht, was hat er gesagt? Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden, aber ich meine... Im Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen und geschweige denn morgens in Ruhe zu frühstücken. Aber ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind. Und wenn die Preise relativ steigen, dann erhöht sich der Abstand. Und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden nach 2 Monaten, wenn ich sie... Schwurblerin! Schwurblerin! Was ich getan habe, habe ich Insolvenz verschleppt. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja. Aber wie wie machst du kein Minus, wenn du nichts verkaufst? Oh Gott, was? So, hey, die werden nicht insolvent. Sie müssen auch nicht aufhören zu arbeiten. Sie können den Shit einfach nicht verkaufen, weil niemand kauft den Shit, weil niemand irgendwas hat und alles viel zu teuer ist. Aber wieso insolvent? Ich verstehe nicht. Was hat er studiert? Kühe oder sowas? Ich glaube, er hat irgendwas mit Kühen studiert. So, ja, so... Er trollt doch, das kann doch nicht real sein. Na, der hat einfach seine Antworten, die er einfach rausbläst und du siehst ja in seinem Gesicht, dass er weiß, dass er scheiße redet, aber er hat halt keine Ausrede. Niemand hat ihm jetzt gerade beigebracht, was die Ausrede ist in diesem Fall. Ja. Danke, danke Lisi für 100 Splitterchen. Dankeschön. Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nicht mehr verkaufen? Also... Wie soll man, also ich habe es nicht verstanden. Ja, ich weise darauf hin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben muss. Aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Aber es kann sein, wenn wir...
Schau, er weiß, man sieht ihm im Gesicht. Ja, man stirbt nicht, man atmet nur nicht mehr. Gleiches Level, ja, voll. Ja. Keine man stirbt nicht, man ist nur tot. Ja, Hilfe stirbt. Schaffen, ja. dass Betriebe, Bäckereien, Handwerksbetriebe, Reinigungsfirmen. Aber schau, wie er sich jetzt rausredet. Ja, voll. Ja, es wird alles teurer. Es wird alles teurer. Es ist einfach so, du musst dir das einfach mal so vorstellen. Ja. Danke, Lisi, für die Splitterchen. Du musst dir das einfach nur so vorstellen. Ja. Inflation ist gekommen und die ganzen Vermieter, die ganzen Produzenten, die ganzen Verkäufer, die ganzen Leute haben einfach die Preise erhöht, um die Inflation irgendwie auszugleichen. Ja. Damit ihr Geld nicht entwertet wird, das sie einfach von anderen entziehen. Ja. Was sie nicht gesteigert haben, sind die Löhne. Die Löhne haben sie nie gesteigert. Da haben sie nicht gesagt, so, shit, Inflation. Unsere Arbeiter werden so nicht überleben können. Wir müssen die Löhne steigern, um sie an die Inflation anzupassen. Nein, aber die Miete werden sie auf jeden Fall, also die sie von dir verlangen. Alles, was sie von dir verlangen, passen sie an die Inflation. Alles, was sie dir geben, bleibt beim Alten. Ja? Und das ist wirklich, was passiert. Ja? Und dann aber kommt der Staat und sagt dann einfach so, ey, wir geben euch einmal 200 Euro. Was haltet ihr davon? Oder 500 Euro oder was auch immer. So, einmal kriegt ihr einfach 500 Euro. Das muss doch reichen, oder? Ja, Bro. So weiter. Über dieses Jahr dann die wirtschaftliche Betätigung einstellen. Das ist eine Gefahr und der müssen wir begegnen. Also die sind dann pleite, weil sie nicht mehr arbeiten können, aber melden nicht Insolvenz an. Also ich glaube, den Punkt muss man sich tatsächlich nochmal überlegen. Aber ich habe das Gefühl, die richtige Antwort ist da noch nicht gefallen bei Ihnen. Ich verstehe. Ja genau, wenn der Verkauf der Ware Minus macht, dann soll man halt lieber nichts verkaufen. Ergo geht man auch nicht insolvent, das wollte er sagen. Absolut, absolut, absolut. Bei Corona hat sich die Politik entschieden, alle Kosten zu übernehmen. Mhm. Das war enorm teuer. Und diese politische Entscheidung haben wir noch nicht gefällt, sondern gefällt ist die Entscheidung, dass die Kosten bei den Unternehmen übernommen werden, die im internationalen Wettbewerb stehen und dadurch die Produktion verlieren, weil sie ihre Kosten nicht weitergeben können. Genau, der Bäcker. Ja, das, was du sagst, ja, kriegen auch nicht alle. Ich war heute einkaufen und weiß echt nicht, wie ein Harzer sich was zu essen kauft, das geht doch nicht mehr. Ja, das denke ich mir auch die ganze Zeit, ja. Weil Hartz IV haben sie ja nicht erhöht, um es an die Inflation anzupassen. Die Preise schon. Das ist doch lächerlich. Das ist doch fucking lächerlich. So, was bilden die sich ein? Was ist das für eine Scheißpolitik einfach? Weißt du? Ist davon der Bäcker der hört dann könnte theoretisch ja durch höhere Brötchenkosten seine Preise weitergeben, aber eben nur theoretisch, weil die Menschen dann ausweichen und sagen... Ja, dass die Preise lange nichts mehr mit der Inflation zu tun haben, sondern einfach nur noch gepusht werden. Ja, aber irgendwie, ich sage nur, sie gleichen es zumindest aus. Ja. Kaufe ich halt beim Discounter oder Toastbrot oder was immer die Menschen dann genau, und dann geht der Bäcker pleite. Dann wäre der Bäcker pleite, genau. Wenn er backen würde und die Brötchen nicht verkaufen. Er wäre nicht insolvent, er wäre pleite. Nicht insolvent! Und was machen Sie jetzt für den Bäcker? Wir arbeiten an Unterstützungsprogrammen, die den Unternehmen helfen, abweichen von dieser sehr strengen Regel, wenn sie im internationalen Wettbewerb stehen. Das tut der Bäcker ja nicht. Was haben die Deutschen, dass sie immer mit Bäckern argumentieren, wenn es um sowas geht? Eine Unterstützung zu bekommen. Das warum nicht Friseure? Gerade ausgeführt. Okay. Aber diese Unterstützung muss eben erstens so sein, dass wir die finanziellen Möglichkeiten dafür zielgenau einsetzen. Und zweitens, dass wir die Programme so definieren, dass wir nicht glauben, wir haben allen Leuten geholfen und in Wahrheit sind die Standards so gesetzt. Beispielsweise wäre es ja ein vergleichsweise leichtes, man nimmt den Anteil an Energiekosten, an Umsatz oder an den Produkten. Mhm. Aber man muss... Meine Eltern müssen 1500 Euro mehr für Gas bezahlen. Wow. Ja, stimmt. Stimmt eigentlich, weil das ist einfach die Frage, ist einfach, wie unsere Gasrechnung ausschauen wird. Also bei uns hat man ja auch schon die Miete erhöht und alles. Friseure sind nicht systemrelevant. Ja, nee, natürlich nicht. Bin erwischt worden den anderen Tag hinterm Rewe, die sagen, Müll wegnehmen ist stehlen, weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, das ist ja strafbar, das ist ja Dumpstern. Ja, das ist ja Dumpstern, ja. Das ist, ich glaube, weil du fragst im Monat oder im Jahr, ich glaube, Gas wird quartalsmäßig gezahlt. Also 3 auf einmal. Ja. Hab lange gebettelt, haben keine Polizei geholt. Das ist einfach furchtbar, what the fuck.
Containern heißt das, ja. Containern heißt das. Es gibt ja irgendwelche Containerverbände in Deutschland oder beziehungsweise Leute, die das so machen. Schäm mich so, du musst dich nicht schämen, sie sollten sich schämen. Schäm dich nicht dafür. Schäm dich nicht dafür. Ja, du solltest nicht dich dafür schämen. Sie sollten sich schämen. Es ist nicht deine Schuld. Ja, es ist nicht deine Schuld. Ja. Ja, eben, in meinem Wohngebiet gibt es schon keine Bäcker mehr. Schau mal, bei uns gibt es auch keine Bäcker. Es gibt so diese, keine Ahnung, wie heißen sie, Anker und der Mann und also so eigentlich wieder Konzerne. Eigentlich wieder Konzerne, ja. Eigentlich wieder Konzerne. Die sind die Bäcker, ja, das sind Ketten, ja. Und ja, so diese kleinen Bäcker, die wirklich... Einzelne Bäcker, das gibt es doch gar nicht mehr. Doch, es gibt einen, aber der ist so ein Spezialist fürs Shit. Aber sonst. Du musst eben auch sehen, dass viele andere. Ja, ja, Containern ist verboten, Essen wird doch immer noch weggeschmissen. Ja, ja, ja. Hey, du, wo war das? In Frankreich haben sie verboten, dass Essen weggeschmissen wird, wenn es noch gut ist. Es muss abgegeben werden. Punkt 1, das sollten sie in Deutschland auch machen, wird aber nie passieren. Punkt 2 ist, es gibt sogar Länder, wo sie Chemikalien über die ganzen weggeworfenen Lebensmittel drüber schütten, damit du es nicht essen kannst. Das heißt, irgendwo war das, da haben sie Benzin drüber geschüttet oder sowas. Ja, dass du es einfach ja nicht essen kannst. Weil so, das ist praktisch eine Kriegserklärung an die armen Menschen und es ist praktisch lieber... Hauen wir das Essen weg und verdienen kein Geld, als wir schenken es euch und verdienen kein Geld. Das heißt, wenn du kein Geld hast, bei mir einzukaufen, dann kannst du ruhig verhungern, kannst du sterben. Ja, für mich ist das eine Kriegserklärung. Für mich ist das eine Kriegserklärung. Aber ja. Kosten für Produkte, für Rohstoffe gestiegen sind, sodass man dann möglicherweise gar nicht die erwischt, die man erwischen muss. Was ich also sagen will, ist, wir arbeiten mit Hochdruck an der richtigen Lösung. Ich würde sagen, wie beim Stresstest. Das heißt, wir gucken uns die Daten genau an und das ist der richtige Weg, um dann zu richtigen Entscheidungen zu kommen. Keiner will im Moment mit Ihnen tauschen und trotzdem ist es so, dass die Umfragewerte selbst bei Ihnen, Sie stehen an der Spitze mit Annalena Baerbock, gerade sinken. Die Kritik kommt von Christian Lindner, die hatten wir gerade, aber eben grundsätzlich auch von der SPD, das ist der andere Koalitionspartner. Lars Klingbeil sagt, am Ende zählen in der Politik nicht nur schöne Worte, das ist auf Sie gemünzt. Und Dirk Wiese, das ist der stellvertretende Fraktionschef der SPD, sagt, das Prinzip Habeck geht so, Auftritte filmreif, handwerkliche Umsetzung bedenklich und am Ende zahlt der Bürger drauf. Trifft sie das? Überhaupt nicht. Ich glaube, alle stehen unter Druck und jeder geht mit Druck anders um. Wie die Kollegen mit Druck umgehen, ist ihre Sache. Ja, ja. So, Amazon vernichtet auch benutzbare Waren voll. Dass wir Gesetze schreiben, Verordnungen schreiben und ich glaube, dass wir im Wirtschaftsministerium eine Gesetzes- und Leistungsbilanz hingelegt haben, die sich nicht verstecken muss, um es mal bescheiden zu formulieren. Und damit haben wir einen großen Beitrag geleistet, dass die Energieversorgung, die Sicherheit, die Sanktionsdurchführung, die Wirtschaftshilfen in Deutschland dieses Land stabilisieren und eben nicht vor Putin in die Knie gehen. Und Ihr Zeithorizont ist dieser Winter und dann, glauben Sie, werden die Dinge besser? Nein, so kann man es nicht sagen, aber dieser Winter ist der, auf den wir uns am kürzesten vorbereiten konnten. Ja. Und in diesem Winter werden wir... Na, konnte sich ganz kurz vorbereiten. Ja. Eins hatte ein Volumen von 55, man nennt es BCM Billion Cubic Meters, Milliarden Kubikmeter, nur um die Größenordnung zu schaffen. In diesem Winter werden wir zusätzliche Kapazitäten von 10 bis vielleicht 14 BCM, also vielleicht ein Viertel der Leitungen ersetzen können. Im nächsten Winter haben wir andere Möglichkeiten. Da kommen weitere Schiffe, da werden wir bei der Hälfte bis zwei Drittel sein. Wir werden weitere Ausbaumaßnahmen im Stromnetz gemacht haben. Wir werden einen Hochlauf der erneuerbaren Energien gesehen haben. Wir werden Effizienzmaßnahmen weiter durchgeführt haben. Ich will damit sagen, auch der nächste Winter wird anspruchsvoll. Aber auf diesen Winter hatten wir am wenigsten Zeit, uns vorzubereiten. Das heißt, wenn wir den überstanden haben, und zwar als Volkswirtschaft und als Gesellschaft heile überstanden haben, dann haben wir eine Chance, es danach
leichter zu haben. Ich wünsche Ihnen gute Arbeit dabei. Das werden Sie brauchen. Alle guten Wünsche und eine gute Hand im Sinne aller Bürger. Vielen Dank für den Besuch, Robert Habeck. Dankeschön, Dank. Dass Sie hier waren. Vielen Dank. Dankeschön. Dum-dum-dum. Dum-dum-dum. Dum-dum-dum.